Herzlich willkommen zurück zur 41. Folge von Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Und wir waren bei einer Schlacht, jetzt geht's auf in die nächste Schlacht. Wario und Waluigi, korrupte Karikaturen. Kurze Frage der Stelle mal allgemein. Warum ist die Auflösung dieser Viecher, ich weiß, es sollen Zeichnungen sein, aber die sind schon einfach nur richtig pixelig aus, das verstehe ich nicht. Aber gut. Besiege alle Gegner. Ich nehme mal stark an, wir müssen Bivari und Belovic und Waluigi besiegen. Wir planen mal kurz, wenn wir unten sich das Feld. Wir kommen noch rauf. Okay, runter geht es natürlich wieder leichter. Wir haben mal hier den Fettklops und die zwei Nervensägen. Die haben jeweils eine 800 und eine 1000. Okay. Das kann tatsächlich problematisch werden. Wir gehen mal kurz in die Kampfzentrale. Machen kurz eine Teambildung. Ich nehme dich. Dich. Ja, und dann bleibe ich tatsächlich. Ich nehme tatsächlich Yoshi, weil den kann ich rausschicken und erstmal ordentlich Krach machen. Und außerdem brauche ich Leute, die Leben haben. Viele Leben. Ja, ich würde sagen, kämpfen wir. Auf in die Schlacht. Mario kann also nach vorne gehen und auf den schießen. Mehr geht leider nicht. War klar, dass er nicht trifft. Ich habe auch nie Glück bei sowas. Gut. Kann Yoshi mit diesem Sprung nach oben? Nein, aber er kann ihm trotzdem ordentlich Schaden machen. Bam. Okay. So viel dazu. Okay, stelle mich lieber dann doch daher. Der Teamsprung ist damit überflüssig. Und ich gehe dann doch lieber auf Nummer sicher. Und ich denke, wir sollen uns erst um den Wichser kümmern. Es geht immer alles daneben. Ja, mit wem soll ich jetzt schießen? Nehmen wir mal den Eierbrecher, der ist ein bisschen wie. Ja, egal, gegnerischer Zug. Bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt schauen wir uns erstmal die Attacken von denen an. Oh, das wäre einer von denen. Perfekt. Das mit Honig war gut. Wir sind daneben geschossen. Ja, geht nach unten. Mario, bitte mit Honig. Ja. Was bist du für eine Mini-Ausführung? Ah, fuck. Zumindest bei uns unten. Ich hab da so einen Plan. Ob das wohl clever ist? Egal, probieren wir es aus. Ach toll. Der kann das auch. 51, aber er hat Honig. Und ich denke, der Honig wird bleiben, auch wenn ich jetzt auf ihn drauf schieße. Ja, okay. War jetzt weniger vom Glück gekrönt. Kann sie ihn treffen? Ja, und also 100%. Nochmal mit Honig. Gut, das bedeutet, die Münze läuft uns nicht weg. Das ist doch schon, das ist doch was Gutes. Und dann kannst du dich dabei da verstecken. Allerdings habe ich Angst, dass er Yoshi treffen kann, weil ich unvorsichtig war. Mario hat sich null. Oh, toll. Ich hätte. Ah, ich bin so dumm. Mit Mario hätte ich erst Teamsprünge ausführen sollen. Egal, gehe ich jetzt zu den Typen. Aber der macht eventuell Yoshi kalt. Warum habe ich meinen Boss immer noch machen, meine Waffe immer nur so wenig Schaden? Ja komm, der müsste noch einen kriegen, diesen Feuerschaden jetzt voll ab, kann er ab, ja. Aber dadurch kann er jetzt auf Mario direkt drauf schießen, das ist natürlich jetzt, naja.
War vielleicht weniger clever. Nee, das lasse ich lieber mal. Ach du Scheiße. Nein. 135, das ist nicht wenig. Alter, sind die asozial. Wie kannst du Yoshi sowas antun? Yoshi ist doch so niedlich. Ja, alle auf Yoshi. Ja, jetzt kann ich sie schon vergessen. Warum sind die Waffen so unfassbar unfair limitiert in meinem Kampf? Das ist wirklich unfair. Aber es ist komplett. Moment, warte, die sind gar nicht limitiert. Warum war die dann vorhin limitiert? Er lebt noch. Na toll. Ist es noch möglich, ihn zu töten? Na toll. Der Wichser da unten lebt auch noch. Und Frost bedeutet. Ach, Frost bedeutet nur keine Superwaffe. Na gut. Dann töte ich dich mal lieber. Toll, sind gleich die Gegner dran. Oh, dieser dämliche Effekt. Honig auch noch. Ja, jetzt. Was soll er jetzt machen? Was soll Mario jetzt machen? Ach, warte mal. Natürlich. Wahrscheinlich ist er noch K.O. Ich kann ihn befreien. Das war clever. Und dich kann ich töten. Was auch sehr clever ist. Mario kann dir reinrutschen, du kleiner Wichser. Und sich danach in Sicherheit bringen. Unten. Ja, das war gar nicht mal so blöd. Ob das noch gewinnbar ist? Ah, wir werden es sehen. Ja, man kann jetzt meine Heldensicht aktivieren, falls einer runterkommt. Was ich sehr hoffe. Ja, das wirkt alles ein bisschen auswegslos, wenn ich ehrlich bin. Warum kann er das jede Runde machen? Ja, jetzt ist sie tot. Toll. Wahrscheinlich. Wie zu... Wie hat er den da unten jetzt getroffen? Nein, wir beenden alles, weißt du? Ja, danke, das kenne ich schon, das brauche ich nicht nochmal, das hat mir vorhin schon nicht gefallen. Gut, wir müssen es jetzt taktisch komplett anders aufstellen. Ich gehe mit Mario diesmal einfach gleich nach vorne, mit Yoshi gehe ich nicht nach oben und mache so eine tolle Kamikaze-Aktion. Trifft wahrscheinlich eh wieder nicht, genau, weil in der ersten Runde trifft man nie. Sonst wäre die Fairness zu hoch. So, dann gehst du daher, gleich komplett nach vorne. Wodurch du auch ein bisschen Schutz hast, aber keinen treffen kannst. Doch, kannst du sogar. Hat der Abwechsel nochmal funktioniert. Ein Schild kann auch nicht schaden. Und ich habe jedes Mal Angst, mit Yoshi diese dämlichen Dings da auszuführen. Weil der Typ einfach alles platt macht. Sogar seinen eigenen Schutz. Aber bitte, geh halt nur daher. Ist vermutlich auch besser so. Ich probiere lieber den hier. Natürlich. Eisbrecher. Wir dürfen uns auf keinen Fall in die Nähe von dem Typen begeben. Sehr gut. Tot. Passt mir sehr gut. Ach,
Schoss einer von den Wichsern kommt runter. Mario schnappt den sich. Was machst du? Hast du Minipilz geschluckt oder was? Jetzt wär's, hast du Minipilz geschluckt. Gut, dann bringe ich Peach mal weg hier. Hierher klingt sehr praktisch. Und schickt eine Robobombe rauf. Ja, finde ich cool. Schau mal, Happy Birthday! Hoffe ich auch, dass du ihn trotzdem ordentlich Schaden machst. Brauchst du die? Dann verschwendet. Egal. Du, Kollege, du gehst zu dem hier. Ach, Scheiße, der hat er noch 400. Ob das so clever ist? Das ist alles andere als clever. Vielleicht zuerst rausschießen. Tinte, bedeutet, der kann nichts machen, oder? Perfekt, weil jetzt kann ich noch einfach durchrasen. Das war gar nicht so blöd. Dadurch nimmt er noch hier den Schaden mit. Mario kann ihm auch noch mal reinrutschen. Und sich hier in Sicherheit bringen. Und ihn dann ermorden. Moment, warte, das geht sich nicht aus. Kraftpaket. Jetzt müsste das aber möglich sein. Das ist so ein Betrug. Scheiße, der Typ wieder runter. Okay, er läuft mir nach. Wer kann ja nichts machen? Ach du Scheiße. Wer kann wieder runterschießen, unfairerweise? Was? Die können ihn treffen? Wozu existieren diese Blöcke eigentlich? Die sind nicht, die sind scheinbar nur zur Deko da. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber es läuft schon mal um einiges besser als vorhin. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Ach, scheinbar haben da unten unsere Waffen weniger. Machen weniger Schaden. Ich hätte auf den anderen schießen sollen. Das waren so viele Punkte, die waren sogar, die waren fast verschwendet. Das heißt fast, sie waren verschwendet. Da, darauf gehen ist wieder zu riskant. Na, der zieht mich wieder an, der Depp. Dann bleib ich wieder unten und töte den da. Ja, Rami nehmen wir mal weg. So, tschüss. Kamera wieder top. Das verstehe ich echt. Das ist noch so ein bisschen ein Fehler, der in dem Spiel existiert, sage ich mal. Also danach haben wir nur noch die zwei. Du kannst ihn jetzt treffen. Yes. Das hat perfekt geklappt, aber perfekt. Und dann stellst du dich ein bisschen weiter in Sicherheit. Obwohl ich der Arsch nicht so leicht treffen kann. Gut, der wird jetzt nach unten kommen. Oh Scheiße, er lockt mich wieder daher, dort wo... Was? Die können ja da direkt runter. Nein! Nein, das habe ich vergessen, dass man da so leicht runterkommt. Na toll, Honig auch noch. Ja, und er bringt sie um. In dem Spiel ist auch nichts ausgeglichen. Nichts. Was? Nein, wir erhöhen erstmal den Waffenschaden. Jetzt schießen wir auf dich. Was war das?
Na los, komm her, du kleiner Wichser. Oh, kannst du nicht bewegen? Ja, es blöd, wenn man Honig einfach raufgekleckst bekommt. Oh. Ja. Nehmen wir ihn jetzt, trifft er. Depp. Der Zug war gerade sehr sinnvoll. Jetzt gehe ich lieber rauf und würde ihm gerne da reinhauen, das wird aber nicht klappen. Wie viel Leben hat Mario noch? 140, das kann ich nicht angehen. Das Risiko ist zu hoch. Da gehe ich lieber wieder da nach hinten und schieße nochmal auf ihn. Ja, das scheint mir da deutlich sinnvoller zu sein. Nochmal schön mit Honig. Du kümmerst dich dabei schön um ihn. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich muss irgendwie gehen. Hm, ich kann wieder kommen. Ah, warte, warte, warte. Warte. Ich habe meinen Schutz, aber du nicht. Wenn ich habe einen Raketenteil. Yoshi ist eigentlich gerade der ab der Run da gerade durch. Der Typ kann wieder mal nichts machen, der ist wieder mal nutzlos. Oh shit. Ja, aber Yoshi gibt jetzt den Rest. Kannst du ihn töten? Ich glaube, du kannst ihn töten. Probier es. Ah, fuck! Das vergesse ich immer, wie stark der ist. Yes! Er ist weg, damit kann Mario jetzt. Ja, Hammer geht hier noch immer nicht aus, oder? Das ist auch so ein Fettsack, den man näher rennt. Ja, das bedeutet, du schleichst dich jetzt irgendwo hin, wo er dich nicht erreichen kann. Und was bist ans andere Ende, ja? Strecke. Finde ich gut. Okay, dann können wir ihn doch noch besiegen. Wer dachte, hätte ich nicht gedacht. Was? Nein, wie unfair. So unfair. Ja klar, er rennt einfach hin. Gut, Yoshi, dann liegt es jetzt an dir. Stellst du dich jetzt daher. Aktivierst dein komisches Eierbrecherteil. Und gehst voll drauf. Nice. Ja, nochmal. Nachdem er Mario unfair getötet hat. Yes! Das ist zwar so scheiße gerade gewesen, aber es hat geklappt. Ja, was freut ihr euch so? Wir haben okay, wir haben zwei Züge zu viel gebraucht und zwei sind gestorben. Naja, das könnte deutlich besser sein. Aber immerhin, das Kapitel haben wir beendet und bekommen dafür 1300 Belohnung, weil wir so scheiße waren. Und eine Bronzestatue. Naja. Das ist definitiv verbesserungswürdig. Wohin bringt uns diese Treppe? Hier, hier gibt es wieder Münzen, 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 Münzen. Und Red Coins. Hä? Ach, die sind da unten, okay. Dann warten wir jetzt aber, bis die Zeit wieder vorbei ist. Weil jetzt nach unten rein, dann zahlt sich, glaube ich, das. Ah! Aber hier gibt es immer nur auch zwei Kisten. Eine Bronze mit einem 3D-Modell. Waluigi und ich rechne mal an, im anderen ist Bivario oder wie der heißt. Nein, ein Soundtrack. Okay. Jetzt können wir nach unten schieben, wo eine Kiste auf uns wartet, so wie es ausschaut. Yep, das musste man sogar nach unten schieben, sonst kommt man gar nicht an die Kiste. Hier ist das Bivario, okay. Wir haben ein neues 3D-Modell gefunden. Nice. Gut, da fangen wir jetzt schon zu Kapitel 8. Ist das der Bossfight? Keine Ahnung.
auf jeden Fall sind das hier die roten Münzen, die wir finden müssen. Das ist ja nicht finden, sondern eher sammeln. Ach du Scheiße, wie weit gehen die zurück? 3, 4, 5, 6, 7. Komm schon, komm, 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 komm. Yes. Alter, das ist knapp getimt. Wir müssen das komplette Kapitel zurücklaufen. Aber na gut. Hoffentlich zahlt es sich aus. Ein Blooper-Pooper für Yoshi. Hm, gar nicht so schlecht. Gut, dann geht es zurück, 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 zurück. Haben wir noch was gesehen? Nein. Dann können wir uns dabei in der Kampfzentrale um die Fertigkeiten kümmern. Ich bin mir sicher, wir haben neue dazu bekommen. Ja, Mario kann das hier verbessern. Das wollte ich schon immer verbessern, weil dann habe ich andere fertig. Kraftpaket finde ich nicht so wichtig. Den finde ich auch komplett unnötig. Ich hätte Bewegungsrate, nachdem er einen Stammsprung ausgeführt hat. Das ist wiederum total wichtig, meiner Meinung nach. Erhöht Rasereischaden wäre auch nicht schlecht gewesen. Erhöht noch einen Stammsprung zugefügten Schaden. Ja, wäre auch nicht so schlecht gewesen. Ja, toll. Es geht ihr sehr wenig mit dem, was sie hat. Was das hier? Eine Schildfähigkeit von Schildwaffenschaden abzuhören. Ja, das ist doch das. Sag ich mal, am meisten Sinn, was am meisten Sinn macht. Erhöht Rasereischaden auf jeden Fall. Aber nehmen wir schon viel Yoshi, Rasereischaden, Luigi, ja, nehme ich bei jedem mit. Bei dir, da können wir schon das Maximum geben mit Rasereischaden, machen wir. Ja, Wirkungsgrad von Heilen, das ist sehr wichtig. Das kommt von mir raus. Stärkt die Wirksamkeit von Protektor gegenüber Helden in der Nähe. Ah, da hätten wir noch drauf gezogen, Herzanzahl, aber egal. Du hast jede Menge und das ist schon die maximalen Herzen, ne? Ja, schau, irgendwas von Rabbit Hasenfuß. Ne, finde ich nicht so wichtig, das finde ich wichtig. Dass Rasereischaden ordentlich erhöht wird. Erhöht den Verlust. Ja, das finde ich gut. Oder was ich auch ganz cool finde. Er hört den Wirkungsgrad von Yoshis Eierbrecher. Das finde ich fast noch wichtiger. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Ach, nicht, ich muss mal Waffen aus. Gibt es neue Waffen? Und wie es die gibt. Noch irgendwelche wirklich massig verbesserten, weil ich habe nicht so viel Gehole. Okay, bei dir gibt es scheinbar auch nichts, was wirklich viel besser ist. Zum Glück. Yoshi haben wir immer die Pixelwaffe und dieser aktuell immer noch die stärkste. Oh, der ist halt der ist halt schon um einiges stärker, aber auch nicht so viel. Für dich gibt es auch nicht wirklich was Neues. Ein Jojo vielleicht. Gibt es tatsächlich nicht. Ja, ich denke, Luigi hätte sich mal eines verdient, was nicht mehr basic ist. Andererseits spielen wir mit dir eh nie, also demnach. Einfach weil du so wenig Leben hast. Ja, ich hätte dir auch schon Mörderwaffe. Du bist einfach. Du bist einfach Peach. Du hast fast die gleichen Sachen, nur dass du eben den Hammer hast. Was doch wichtig ist, Peach mit dir, weil mit dir spiele ich doch öfters. Da muss doch ein bisschen mehr geben. Also noch ein 10 oben drauf. Mit dir spiele ich nie. Ich würde sagen, dann kriegt es am Ende doch wieder Mario. Das Waffen-Upgrade. Er ist ja doch der Hauptprotagonist. Ich finde Honigschaden immer noch besser. Da bleiben die Waffen schön. Die Leute schön kleben an ihm. Wenn ich sage, die Thema ein bisschen wie Yoshi, damit das bedeutet, du. Okay, du kriegst nichts. Na gut, das war's mit der Folge. Lasst doch noch um, wenn es sie euch gefallen hat, und ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Lasst auch noch, habe ich das schon gesagt, aber nicht vergessen, wisst ihr ja.
eh wie immer. Ich hätte einfach unten lang gehen können. Glaube ich, aber egal. Ich war rasch hier nochmal durchs Level durch zum anderen Ende. Wir sind nicht nur am Ende von dem Level angelangt, sondern auch am Ende der Welt. Und danach begeben wir uns zu Welt 8. Was? Wer weiß, vielleicht schon das letzte Level ist. Allerdings weiß man das. Ja. Welt 8. 4-8 Festungswachen. Da wollte ich jetzt gar nicht reinlaufen. Ach du Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Egal, danke fürs Zuschauen. Ciao.